So, hallo, willkommen und zurück hier bei Wildstar. Wir wollen endlich mal noch die paar hässlichen Viecher hier besiegen. Haben uns jetzt dazu entschlossen, das doch hier oben zu machen, weil unten wieder alles abgefarmt ist. Und wo ist der krasse Typ? Da ist der krasse Typ, der schon. Sich um den krassen Typen kümmert, ja. So, ich habe jetzt gerade noch meinen Berserker ausgepackt. Und ein bisschen mehr Schaden gemacht. Gratulation zur nächsten Stufe. Level up. Bist du auch schon 15? Umarmung gibt's zurzeit im Angebot. Ja, er redet nicht mit mir. Gut. Ups, das Headset war gemutet. Natürlich. Ja. du sagen, ob du gerade meine Heals irgendwie mitbekommen hast oder nicht, weil ich es mal keine Ahnung, versucht hab habe. Nicht wahrgenommen. Machen wir das in der nächsten Gruppe dann nochmal. Das nächste Mal, ja, wenn bist du auch schon Level 15, war meine Frage. Ja, ich habe sogar jetzt schon 8% vom Level. Okay. Doppelkill. Sehr geil. Da war mein Mikro vom Trinken noch gemutet. Ja. So, jetzt hau ich mal einen Heal rein. Ja. 580 habe ich dich geheilt. Ja. Nur zur Sicherheit halt, um mal zu gucken, bis später, ob man heilen kann. Weil ich habe sehr viele Heilskills, habe ich festgestellt, die auch alle sich auf Gruppe mitbeziehen. Also man könnte den hier wahrscheinlich sehr gut auf Heiler auch spielen. Das ist ja schon mal eine gute Herausforderung, genau, Grunddingsbums. Mir fehlen gerade die Worte ein bisschen. Voraussetzung. Voraussetzung, ja, danke. Okay. Was haben wir hier? Deko. Deko ist immer schön. Ja. Also ich denke mal, wir werden heute auf jeden Fall noch die Aufnahmen machen, bis wir denn das Housing haben. Ne, haben wir ja jetzt auf jeden 15. Fall. Ja, das Problem ist, wir müssen auch in die nächste Stadt kommen dafür, weil es dort dann kostenlos das Grundstück zumindest gibt. Dadurch, dass wir Vorbesteller sind, kriegen wir ja auch die ein Gebäude schon mal so. Kannst du ja auch sicherlich bei dir zeigen, unten in diesem Account-Inventar hast du ja schon einen drinne. Da Urkunde für exklusives Haus Schweinchen und dann... Genau. Das kannst du ja dann schon mal hinstellen, genauso wie ich. Ja, genau. In 7 Minuten kann ich die nächste Boombox öffnen. Ist doch. Bin wieder runtergegangen, ja, genau. Hier nee, ist ich hab's gerade wieder ein Map großer gesehen. Gespawnt. Ja. Mir fehlt irgendwie von den Wissenschaftlern sehr viel. Da habe ich erst 45%. Ich habe da 39%. Ja, die scheinen das ein bisschen. Ja, zu übertreiben gerade. Da ich das Prozente sind, weißt du nicht genau, wie viel du killen sollst, aber da drüben sind gerade ganz schön viele. Bei der Quest jetzt sind es wirklich zu viele. Ja, es ist, wie gesagt, das Gebiet stresst mich gerade ein bisschen auch. Ja. Oh, Metallplattform. Wieder Deko. Deko ist gut. Aber wir haben es ja hoffentlich bald geschafft. Nee, das sind keine Wissenschaftler da unten. Oh, hier oben sind Wissenschaftler neu gespawnt. Ah, das sind die Wissenschaftler. Na, kannst ja gucken, hier sind 6 Stück. Aber ich bin von 45 jetzt auf 52 da drüben, hochgekommen. Hier. Ja, hier auch. Warte, jetzt ziehen wir zusammen. Ja. Ja, mir ist auch ehrlich gesagt das Gebiet gerade zu übervölkert, deswegen dauert das wahrscheinlich auch zu lange.
Weil die Server denken, oh, hier sind ja ganz viele, da machen wir das einfach mal. Und da oben über uns. Ja, genau. Du kannst viel höher springen, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe nur einen Doppelsprung gemacht und bin da gerade hochgekommen. Ich bin von Jump and Run Spielen wahrscheinlich den Double Jump besser gewöhnt. Da drüben den Typ können wir auch mitnehmen. Dass es in MMOs allgemeinen Doppelsprung gibt, ist ja schon etwas nicht alltägliches. Aber schön, dass sie jetzt das Ampelsystem haben. Grün sollte man sich reinstellen und rot sollte man sich rausstellen. Weil ich krieg einen grünen Kegel angezeigt, wenn du was mit Heilung wirkst. Ah, okay, ja. Ich sehe da nur den roten Kegel, deswegen kann ich dazu wenig sagen. Ja, wir müssen wieder auf Wissenschaftler. Oder blau meinst du, oder? Wissenschaftler. Ja, gut, blau. Ja, ja, mir auch. So. Wollen wir denn Wissenschaftler nicht einfach da oben warten? Ja. Ja, scheint so. Müssen wir wohl. Die Wissenschaftler jetzt gerade haben ja irgendwie, ich glaube, 25% gebracht. Also müssen wir noch zweimal den Respawn warten, bis wir fertig sind. Dann würde ich sagen, ja. Oh, ich habe sogar dieses eine Deko bekommen gehabt per Zulosung. Wirklich schön. Gib mir die ganzen Deko-Sachen gerade alle auf, damit man dann ein bisschen was hat, was man reinstellen kann. Irgendwie vorhin gelesen, es gibt wohl 900 Deko-Gegenstände, also du kannst 900 Sachen bei dir als Deko reinstellen. 900, ja. Das ist natürlich eine ganz schöne Anzahl. Größere Sachen verbrauchen mehr Deko-Plätze. Ah, aber ansonsten, okay. Diese kleinen Sachen jetzt, das ist beim Pflanzen abbauen hast du es ja auch, dass du da sehr oft Samen mitbekommst. Hinter dir spawnt gerade der Große. Sehr oft die Samen dazu bekommst, die du halt auch bei deinem Housing dann direkt pflanzen ja, ja. kannst, um dort dann abzubauen. Davon habe ich auch schon richtig viele gerade da. Ja, die liegen alle auf der Bank. Ja. Da habe ich sie auch alle hingepackt. Ah, fuck! Oh nein! Dann bist du raus aus meinem Heal gesprungen. Ja, ich hasse es. So, jetzt aber. Jetzt hat es mich rausgekickt, der Gegner. Also, ich bin an nichts davon schuld. Nee. Aber ein AOE darf man trotzdem nicht dran stehen. Und ich halte erstaunlicherweise die Akro. Oh, jetzt sind sie wieder da. Also, ich muss tatsächlich mehr mit meinem R-Skill arbeiten, wenn ich die Akro halten will. Doppelkill. Steht da irgendwas auch von Bedrohung? Eigentlich ist es voll unlogisch, weil ich damit, ich habe nur einen zweiten. Das ist natürlich gut zu wissen. Ich hoffe, du hast gerade die Kills alle mit. Ich glaube, ja. Ich habe noch eine zweite Superfähigkeit. Die eine ist halt mehr auf Schaden ausgelegt und die andere ist tatsächlich auf Bedrohung ausgelegt. Ah, und mehr Widerstände und 200% mehr Bedrohung. Jeder Angriff. Oh. Ah, hier drüben sind auch noch ein paar Wissenschaftler. War nur zwei, aber immerhin. Benutze ich beim nächsten großen Gegner, probiere ich das mal, so spaßhalb okay. Zumindest. Ah, wir sind ja noch kurz hier. Droppen auch langsam für mich die Seidentücher, das ist auch sehr interessant. Krieg schon die nächsthöhere Stufe für das Crafting. Ah, okay, ja. Müsste das zumindest sein. Ja. Also ich bin übrigens fertig. Ah ne, 81%. Erste Stufe ist Leinentuch und danach kommt das Seidentuch. Mensch, wo haben wir das schon mal gesehen? Oder eher gehört? Leinen, ja, Seide. Überall. Da haben sie das Rad jetzt nicht neu erfunden, auf alle Fälle. Ja, auch beim Questsystem ja nicht. Hier oben sind auch noch Wissenschaftler. So, da sind wieder Wissenschaftler und dann dürften wir es ja beide geschafft haben. Na? 93%. Echt? 99%, das gibt's da gar nicht. Wie viel denn noch? Da sind sie. Da läuft ein Esper, wie es aussieht. 95%.
fertig. Aber ich mache mit dir natürlich noch weiter mit. Super, jetzt kriegt man immer weiter Ansehen für Algo-Fels, aber wir haben das schon lange auf Maximum. Ja. Also das Farm scheint echt unnötig zu sein, weil man es alles wirklich... Eigentlich sehr schade, dass es da nicht noch eine Stufe dann gibt, fertig. Ja, eigentlich. Hat mich auch gewundert, als ich nachgeguckt hatte vorhin, dass es wirklich schon voll war. Weil das, ja, damit ist das, was wir gesagt haben, dass es toll ist, dass es ein Reputationssystem gibt, eigentlich schon wieder für die Katz, weil man ja, Man muss sehen, wie vielleicht, das ist jetzt die erste, vielleicht wird es ja später auch nochmal anders. Wir haben ja auch noch, mal schnell gucken, wollen wir es denn ansehen? Wir haben ja auch schon eine zweite, und zwar die freien Händler. Ja. Da haben wir beide keine Ahnung, wie man da im Moment überhaupt die Punkte sammeln kann. Das ist richtig, ja. Da sind wir auch beide noch neutral, würde ich mal vermuten. Ich kann jetzt habe ich nicht irgendwo einen. Ich gerade versuche dir zu folgen, aber ja, anscheinend. Ich wieder etwas zu schnell.